Calvin ist der unbequeme Reformator. Es gibt gewisse Passagen in seinem Werk, die schlechterdings schwierig sind für uns heute, so eins zu übernehmen. Es gibt aber andere Passagen, und da findet man Juwelen, die brach liegen. All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfasst im Grunde zweierlei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Eine aufrüttelnde, revolutionäre Erkenntnis. Das galt damals für die Zeitgenossen Johannes Calvins. Der Satz rührt an aktuelle Fragen. Wen erblicken wir, wenn wir in den Spiegel sehen? Einen Fremden oder einen Vertrauten? Und welche Vorstellungen sind uns von Gott geblieben in einer zutiefst säkularisierten Welt? Johannes Calvin berührt unser Leben. Wie wir leben, was wir tun und warum wir es tun. Der Reformator aus Genf hat wichtige Grundlagen für eine Geschichte moderner Geisteshaltungen geschaffen. Es lohnt sich, ihn aufs Neue zu entdecken.